Was geht ab, Leute? Hier ist wieder euer Specs und ich präsentiere euch heute die erste Folge Top Kills des Monats in Guns of Boom. Bitte sendet mir für die nächste Folge weitere Guns of Boom Videos von euch zu, damit das Format auch weiterlaufen kann. Alle Details dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Lasst uns beginnen! Auf dem fünften Platz haben wir eine 5er-Killstreak von Logic Stay. Er kämpft sich hier alleine einmal quer durch die Map, räumt den gegnerischen Spawn auf und schafft es dabei, sich immer wieder ganz knapp zu retten. Mit seinem Anaconda-Sturmgewehr und der Ansturm-Shotgun baut er hier eine schöne 5er-Killstreak auf, um sich nach seinem Amoklauf wieder zurück in seinen eigenen Spawn zu flüchten. Auf Platz 4 nimmt White Assassin Anlauf mit dem Sprinter-Sniper-Gewehr und holt mit etwas Glück einen 4er-Kill mit seinem Stachelschwein-Schrotgewehr. Auf Platz 3 sieht der Spieler Rematic das Licht am Ende des Tunnels, nachdem er mit der Gießkanne einen 4er-Kill hingelegt hat. Hier ist der Name Programm und The Boss ist im Boss-Modus unterwegs. Er haut eine 7er Killstreak raus mit dem Blutsaugersturmgewehr und der Thanatos-Sniper. Das Ganze in kürzester Zeit und auf engstem Raum. Dafür gibt es von mir Platz 2. Der erste Platz geht an Jona95 mit einem Wurfmesserkill quer durch die Wand. Ich habe das noch nie zuvor gesehen und wie ihr hören könnt, war Jona selber etwas verwundert darüber. Ich habe gerade durch die Wand geworfen, lol, habt ihr das gesehen? Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Bug war oder ob es generell möglich ist, mit Messern durch die Wand zu werfen und Gegner zu killen. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, wenn ihr das wissen solltet. Aber dieser Kill hat mich einfach am meisten begeistert und ist deswegen für mich Platz 1. Welches Video hätte eurer Meinung nach Platz 1 verdient gehabt? Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich sage wie immer danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.